State of Survival, Allianzen oder einsamer Wolf? Take die erste. Grüße euch, liebende Überlebende oder schon fast Ausgestorbene. Wir wollen heute mal einen Blick auf die Frage werfen, ob wir uns lieber mit einer Allianz oder in einer Allianz mit anderen Spielern zusammenschließen oder als einsamer Wolf versuchen, dieser apokalyptischen Zeit entgegenzustehen. Hier links habe ich euch wie immer aufgelistet, was wir uns so grob anschauen wollen. Und als erster Punkt, ich denke, der ist relativ offensichtlich, Allianzen haben gegenüber dem einsamen Wolf den, wie ich finde, Vorteil, dass man in einer Gemeinschaft spielt. Wenn ich mir überlege, wie lange ich jetzt schon State of Survival spiele und ich müsste da jeden Tag alles nur alleine für mich machen, das mag dem einen oder anderen gefallen. Oh, Glückwunsch Nova. Aber für mich wäre das nicht so. Hin und wieder mal mit Leuten schreiben können, sich austauschen können, gemeinsam die Zombies bekämpfen. Das klingt schon nicht verkehrt, ne? Das ist aber noch nichts, was uns direkt im Spiel auch weiterbringt. Da kommen wir zum nächsten Punkt, den Buffs, beziehungsweise hier wird das Allianztechnologie genannt. Was meine ich damit? Na, ganz einfach. In 10 verschiedenen Technologie-Leveln können wir hier beispielsweise den Angriff unserer Fernkämpfer verstärken. Wir klicken uns mal in das letzte rein, denn da können wir noch reinschauen. Da gibt jeder dieser Technologien oder jede dieser Technologien gibt uns auf Level 3, dem Maximallevel, 1,5% mehr Bonus. Das mag für sich jetzt nicht so viel sein, aber wenn ich 10 Level habe und das in jedem Level vorkommt, was bei den meisten so ist, nicht unbedingt in jedem, aber ich glaube in jedem zweiten hat man es mit drin. Da ist wieder Fernkampfschaden. Hier, das war Schaden. Ich glaube, das andere heißt Angriff. Wir kommen aber auf nette Kampfboni, die wir eben durch die Mitgliedschaft in einer Allianz erhalten. Nicht jede Allianz hat dieselben Technologien erforscht, aber die Auswahl ist in jeder Allianz dasselbe. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt hier diese Zusammenstellung von Technologien haben und in einer anderen Allianz wären das andere. Irgendwann hat jede Allianz alle erforscht. Das Wichtige hier wieder die Gemeinschaft, denn wenn ich ganz alleine hier meine Rohstoffspenden tätigen würde, würde das ganz schön lange dauern, um hier die nötige Anzahl an diesem, ja, nennen wir es mal, blauen Material zu bekommen. Das nächste Interessante und Wichtige, was uns die Allianz bietet, ist der Allianz-Shop. Hier kann ich mit Allianz-Ehrenpunkten, beziehungsweise nennen wir es Allianz-Marken, nette kleine Boni kaufen, beispielsweise Talentpunkt-Zurücksetzungen, für die würde ich normalerweise Bio-Caps bezahlen müssen. Genauso wie für, ja, im Prinzip für alles andere. Der Allianz-Shop ist quasi eine Möglichkeit für uns Dinge zu kaufen, beispielsweise die Allianz-Versetzung oder die fortgeschrittenen Versetzungen oder auch Energieschilde, die wir sonst nur mit Biocaps kriegen würden oder auch gar nicht. Manche Sachen, zum Beispiel ein Sarge-Fragment, das kann ich mir nicht mit Biocaps kaufen, zumindest nicht direkt. Wo kommen die Sachen her aus dem Shop? Die kommen aus dem Lager, das können wir uns auch mal anschauen. Hier wird quasi mit goldenen Münzen aus dem Lager herausgekauft und wird dann für alle, also die Allianzführung, um es mal ganz ausführlich zu machen, also alle Mitglieder Stufe 4 und Stufe 5 können aus dem Lager Dinge kaufen, die dann im Shop für die Allgemeinheit, also für alle Mitglieder der Allianz mit silbernen Münzen zu kaufen sind. So. Ein nicht ganz unwesentlicher Punkt, den ich jetzt nicht extra aufgeführt habe, ist die Zeithilfe. Da sieht man, mir wird gerade geholfen, das Level 26 oder den Wachturm quasi auf Level 26 auszubauen, was je nachdem, wie viel Zeithilfe ich pro einzelnen Hilfeklick bekomme,
durchaus eine beträchtliche Zeit sein kann. 35 mal beispielsweise 2 Minuten, da sparen wir uns eine ganze Stunde, sogar ein bisschen mehr. Wir kriegen Heldenunterstützung in unseren Erkundungsmissionen und wir kriegen Allianzkisten. Oh, da war wieder jemand shoppen und kriegen quasi immer, wenn hier zum Beispiel eine Rallye gemeinsam gemacht wurde, eine Belohnung, zum Beispiel ein paar EP für unsere Helden oder Ressourcen. Manchmal gibt es auch Biocaps. Auch nicht verkehrt. Entschuldigung. Den, ich sag mal, Löwenanteil, der da noch dazu kommt, sind die zusätzlichen Beschleunigungen, die immer sehr schön sind. Denn man kriegt hier eine gute Stunde bis anderthalb Stunden jeden Tag Baubeschleuniger als auch Forschungsbeschleuniger durch die Allianz und kann hier mit bestimmten Aufgaben nochmal für sich und für seine Allianzmitglieder zusätzliche Beschleuniger erspielen. Jetzt seht ihr hier den Punkt Events und darunter habe ich im Prinzip mal einige, ich glaube fast alle, aufgelistet. Als erstes steht hier die Falle, die Influencer-Falle. Ganz klar, wenn ich an einer Influencer-Falle mitwirken will, beziehungsweise die bekämpfen will, muss ich in einer Allianz sein, denn sonst erscheint dieses Gebäude nicht für mich. Ich könnte zwar alleine meine Lone Wolf-Allianz gründen, da hätte ich allerdings nicht so viel Spaß dran, weil irgendwann meine Möglichkeiten, an dieser Influencer-Falle Schaden zu machen, restlos ausgeschöpft wären. Das nächste, was hier steht, ist der Allianz Showdown und der Throwdown. Zwei Events, die regelmäßig wiederkommen. Das eine schimpft sich hier unten Allianz Kampf und ist das Event, bei dem wir Aufgaben erfüllen müssen. Beispielsweise sammeln, also Ressourcen sammeln, um dann in einem, ja, nennen wir es mal weltweiten Contest, also in einem staatenübergreifenden Contest gegen andere Allianzen im Rang Experte quasi Punkte zu sammeln. Gibt dann immer schöne Belohnungen. Das läuft aktuell nicht, sonst würde ich das hier noch einmal geschwind zeigen. Habe allerdings auch keinen Screenshot gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Etwas neuer ist dann hier der sogenannte Allianz Showdown, der Allianz Kampf, der Allianz Krieg, der immer noch als Beta bezeichnet wird, den kann ich euch zeigen. Der läuft aktuell gerade bei mir. Da sind wir auch registriert. Viele werden da wahrscheinlich im Moment im Goldrang sein. Ein Video zum Allianzkrieg selbst solltet ihr auch auf meinem Kanal finden, wie das Ganze funktioniert, was es bringt. Aber auch hier ist wieder gesagt, ja, es ist ein allianzbezogenes Event, kann ich nicht machen, wenn ich alleine bin. Und anders als bei der Influencer-Falle kann ich auch hier nicht sagen, ich bin alleine in meiner Lone Wolf-Allianz, denn es wird eine Mindestanzahl hier an Teilnehmern benötigt. Das heißt, ich kann nicht alleine auf drei verschiedenen Lanes kämpfen. So, ein weiteres Event, das aktuell läuft und auch das kann ich nur bestreiten oder in diesem Event kann ich oder an diesem Event kann ich nur teilnehmen, wenn ich in einer Allianz bin, ist der Reservoir Raid. Wasser-Event nenne ich es gerne. Ein Event, in dem es quasi darum geht, von diversen Gebäuden Wasser, ich glaube, es wird sogar manchmal reines Wasser genannt, zu sammeln. Das ist auch nochmal ein separates Event. Video dazu könnt ihr vielleicht schon auf meinem Kanal finden oder aber es kommt in Kürze. Aber auch hier wieder geht nur, wenn ich in der Allianz bin und ähnlich wie beim Allianzkrieg, alleine wird das nicht großartig was. Da habe ich keinen Spaß dran. Und last but not least, der Festungskampf, zu finden über den Eventreiter oder auch in der Allianz selbst. Quasi der Kampf um die Bunker und Einrichtungen
findet für gewöhnlich jeden Freitag, meine ich, statt. Quasi ein wöchentliches Event. Ich meine, es ist jede Woche und nicht jede zwei Wochen, möchte ich mich aber nicht drauf festnageln. Und dabei geht es darum, dass wir die großen Bunker, die, je nachdem wie alt euer Start schon ist, noch nicht freigeschaltet worden sind oder schon freigeschalten wurden. Da geht es quasi um die Bunker hier außen, die wir einnehmen können, und um die vier Einrichtungen hier in der Mitte um das Kapitol herum. Jetzt gucken wir uns einfach mal einen Bunker an. Denn das Ganze ist dann so, dass eben wir uns hier für diesen Bunker registrieren können und dann dort die Infizierten besiegen müssen und anschließend gegen andere Allianzen, die sich auch für diesen Bunker registriert haben, quasi um die Besatzung kämpfen, ähnlich wie das sicherlich einige schon von der Hauptstadt bzw. dem Kapitol in der Mitte kennen. Daran wiederum könnte ich ähnlich wie bei der Influencer-Falle auch alleine teilnehmen, also indem ich mir quasi eine Lone Wolf-Allianz, indem ich die gründe, ja, mich dann eben für diesen einen Bunker oder diese eine Einrichtung registriere und sage, okay, ich kämpfe hier drum. Wie die Chancen allerdings stehen, wenn ich alleine gegen eine Allianz von 20, 30, 40, 100 Mitgliedern um diesen Bunker kämpfe, kann sich, denke ich, jeder selbst ausrechnen, oder? Ja. Jetzt sagt mir doch mal bitte, schreibt es in die Kommentare oder gerne irgendwo auf anderen Wegen. Was haltet ihr davon? Allianz oder Lone Wolf? Was seid ihr für ein Spieler? Gibt es auf eurem Start einen Lone Wolf? Wir haben hier tatsächlich auf meinem Start einige. Die liest man ab und zu auch mal im State-Chat. Aber wirklich viele sind es nicht und meistens hüpfen die auch immer mal wieder tageweise in Allianzen rein. Ich sag mal nachvollziehbar. Das Spiel ist ähnlich angelegt wie wir Menschen grundsätzlich. Wir sind Herdentiere. Darf ich uns als Herdentiere bezeichnen? In der Gemeinschaft macht es halt einfach mehr Spaß. Oh. Und in diesem Sinne wünsche ich euch was. Lasst ein Abo da oder einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Gerne Kritik und Anregungen. Aber bitte nicht zu meinem Mikrofon oder meiner Sprache. In die Kommentare. Und dann sehen wir uns demnächst. Vielleicht ja mal im Reservoir Raid gegeneinander. Liebe Grüße und bis bald. Tschüsschen, euer Selti.